So, liebe Leute, heute haben wir ein weiteres Zigarren-Review für euch Zigarren-Aficionados. Und mein letzter Marsch. Das soll tatsächlich die beste Cohiba sein, die jemals produziert wurde. Also jetzt nicht die Sonderserie Beike beachten. Gibt es eh eigentlich nie zu kaufen. Gut, die hier auch nicht. Aber gibt schon länger die Esplendidos als die Beike. Definitiv. Ich habe eine etwas ältere Schachtel von 2019. Also hier haben wir eine Dreier-Schachtel. Und hier ist in dem Sinne kein Boxing-Date. Aber mit diesen Nummern hier kann man anscheinend so ein bisschen ja, wissen, es müsste irgendwo aus dem Jahr 2019, irgendwann aus dem Jahr 2019 sein. Der Preis ist auch bei 40,60. Ich glaube aktuell, wenn du sie finden würdest, liegt sie schon bei über 43 Euro oder irgendwie sowas. Also die ist von 2019 ungefähr. Ich habe schon eine probiert, vor 2 Monaten knapp. Und eine verkauft. Eine habe ich noch fürs Review gelassen. Vor 2 Monaten war sie, ja, war sie gut. Aber noch ein bisschen kräftig, muss ich so zugeben. Und diese Esplendidos, die gilt einfach so als Benchmark, was Cohiba so zu bieten hat. Sehr beliebte Zigarre, ist auch irgendwie nie verfügbar. Also wirklich Dreierpacks gibt es eben hier und da auf jeden Fall. Und hier haben wir auch schön Blüte, dass ihr das auch mal, weiß nicht, ob ihr das seht. Es ist kein Schimmel, sondern genau da, wo ich es natürlich scharf stellen will, macht das Handy natürlich nicht scharf. Das ist schöne Blüte, hoffe ich. Genau, das kann man so ein bisschen wegreiben. Wenn man so wegreiben kann, dann ist es eigentlich kein Problem. Genau, hier hinten auch. Das reibt man dann so weg, dann ist es einfach nur so ein bisschen das Tabakblatt, das halt noch so ein bisschen arbeitet. Und ja, hier ist das gute Stück. Die Cohiba Esplendidos, die bei vielen Zigarrenliebhabern als die beste Cohiba gilt. Und ja, rustikales Deckblatt. Und ich will jetzt da nicht zu viel sagen, weil ich sie schon probiert hatte. Jedenfalls, ja, machen wir sie einfach mal an. Cooles Format jedenfalls. Eine etwas dickere Churchill sozusagen. Das ist halt die Esplendidos von Cohiba. Ja, vom Kaltgeruch her. Vom Kaltgeruch her. Heugas, Pfefferwürze, Hauchleder, aber eher so Richtung Heu. Das ist so ein bisschen, finde ich, so das Zugpferd, was die Aromen so vom Kaltgeruch angehen sind. Und also, ja, das hast du so einen relativ starken Gegenzug, weil sie ist sehr fest gerollt. Auf jeden Fall hast du viel Tabak drin. Und das, darauf kommen wir später noch zu sprechen. Ich weiß natürlich, wie sie ist und der viele Tabak macht es nicht besser oder schlechter, in Anführungszeichen, je nachdem, wie man sieht. Und dann machen wir sie an, sonst hat es keinen Wert.
ganz hauchfeine Kaffeeröstaromen. Hauchcreme, eine Hauchsüße. Zedernholz, Bitterkeit, Gras, Floralität, Heu. Aber sie hat auch eine gewisse Pfeffrigkeit und Würze noch. Wie gesagt, sie ist jetzt nicht sehr alt, auf 2019 geschätzt. Aber sie kommt schon satt daher, sage ich jetzt mal. Es fängt auf den Lippen so ein bisschen an zu brutzeln. So leicht pfeffrig eben, aber jetzt nicht zu krass. Es ist einfach eine schöne, würzige Kombination aus allen Aromen, die ich eben genannt habe. Und erinnert natürlich an die Beike ein bisschen durch die Cremigkeit, dieses Süßliche und dieses Zedernholzartige. Ansonsten dieses Kaffee und dieses leicht grasige, heuige, das erinnert dann eben an die Siglo 6 zum Beispiel. Und ja, das sind so die ersten Eindrücke. Ja, ich wollte gerade die schöne Asche zeigen und mein Hund hat ein bisschen rumgezickt und ist hin und her gesprungen und dann bin ich da. Aber egal, Abbrand ist sehr gut, ist sehr fest gerollt. Wollte ich ja am Anfang schon hinaus, dass das Rauchvolumen eher unterdurchschnittlich ist. Du hast das Gefühl permanent, sie geht aus, aber sie geht nie aus. Die ist immer an. Du denkst immer, oh, jetzt ist sie aber aus. Das war nämlich beim ersten Exemplar auch schon so. Aber die ist nicht aus. Sehr fest gerollt, relativ starker Gegenzug. Als Ausgleich bekommst du eine schön würzige, leicht pfeffrige Zigarre. Und die Aromen sind definitiv sehr präsent, sehr lecker. Und jetzt am Anfang noch ein bisschen verspielt mit dem leicht süßlich-cremigen. Ansonsten Zedernholz, dieses grasige, florale und diese Haucharomen vom Kaffee, vom frischen Kaffee. Super Teil. Ja. Ja, so ein bisschen tut sich was. Du bekommst so ein bisschen eine Bitterkeit, aber Richtung Walnussbitterkeit, sage ich jetzt mal. Ich habe es ja schon mal angedeutet, dass wenn ihr die selber sammelt im Wald, dass sie deutlich bitterer sind. So in die Richtung. Du hast so einen Hauch von Karamell. Also sie erinnert jetzt momentan so ein bisschen an Weihnachten, so ein bisschen, habe ich so das Gefühl. Ansonsten Gras, Zedernholz, ein Hauch Kaffee noch. Es ist eigentlich so eine gute Kombination aus der Süße von der Beike oder der Siglo 6 oder der Siglo 2. Gleichzeitig gepaart aber auch mit der Kultiviertheit, sage ich jetzt mal, von der normalen Robusto. Das ist ja so die klassische kubanische Linie, sage ich jetzt mal. Und die Siglo 6 ist so aus Siglo 2 und Robusto, Robustos, so das Beste aus zwei Welten. Und hier hast du auch dieses leicht süßlich-cremig Verspielte von der Beike oder auch der Siglo 2 eben. Dann diese leichten Kaffeeröstaromen, das Grasige, dieses Nussige. Also es ist einfach eine Kombination aus allem. Zusätzlich halt eben noch dieses leicht Karamellige, also dieses Süßliche wird ein bisschen mehr. Aber ist jetzt auch nicht, also ihr braucht jetzt nicht denken, dass es eine zuckersüße Zigarre ist. So meine ich das natürlich nicht. Ihr wisst ja, wie ich das meine. Ja, also sie raucht überhaupt nicht und das Rauchvolumen, wie gesagt, ist eher schlecht, wenn man es so plump betrachten möchte, aber sie geht halt einfach nicht aus. Ja, rustikales Deckblatt. Die Schärfe, die ich hin und wieder mal angedeutet hatte oder die Kräftigkeit eben durch dieses festgerollte Teil, die bahnt sich so langsam an. Also da erinnere ich mich noch an das erste Exemplar. So nach 80, 90 Minuten ging es dann schon richtig rückwärts. Wie auf dem Vasen, also auf dem Frühlingsfestpark. Wenn du dann einsteigst und dann sagt der so durch die Durchsage, so Leute, anschnallen und jetzt geht's rückwärts. So nach dem Motto. Ja, wir sind bei 90 Minuten. Ich habe vergessen, euch ein Update zu geben. Es wurde deutlich erdiger, etwas trockener, ledriger, floraler und da ist noch was Süßliches da, ja, ganz klar. So diese Kaffeerösterung, Zedernholz, klassisch, Kuba. Ansonsten, ja, also dieses leicht scharfe, würzige, das ist fast weg. Ja, so eine Grundwürze ist da, klar, aber jetzt nicht übermäßig lecker. Ging jetzt doch einmal aus kurz. Als ich heimgekommen bin, habe ich sie ein paar Minuten länger weggelegt und habe die Nase pudern müssen und so weiter. Und
jedenfalls, ja, also 90 Minuten. Ich denke, die 2 Stunden, die werden wir auf jeden Fall knacken heute, ne? Ja, wir sind jetzt bei 2 Stunden 40 Minuten. Es wird minzig, frisch, relativ stark jetzt, grasig, floral, erdig. Und ja, fast 3 Stunden, ja. Und du bekommst auf jeden Fall für dein Geld auf jeden Fall einen langen Smoke. Dieses leicht süßliche, karamellige fand ich interessant. Und jetzt am Schluss eben dieses grasig, florale, leicht minzige, erdige. Sie wird auf jeden Fall stärker, aber nach 2,5 Stunden ist es in Ordnung. Ja, cooles Ding, müsst ihr mal probiert haben. Ja, 4 von 5, die beste Cohiba. Es ist ja immer individuell natürlich. Es ist eine sehr ordentliche Zigarre, definitiv. Tolles Format, tolle Rauchdauer und schöne Aromen, intensivere Aromen. Ja,